Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prototype 2, meine lieben Freunde. Nebenmission wieder am Start, beziehungsweise gleich mal die erste Blacknet-Mission wieder. Warum erste? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Blacknet-Mission jedenfalls. So, dann schauen wir uns mal diese Scheiße gleich mal an. Oh, wer hat, der haben mich jetzt entdeckt. Oh, gut. Wegen dieser... Na, keine Ahnung, wie man das nennt jetzt. Dieser Bekanntheitsgrad, genau. Dieser Bekanntheitsgrad war gerade schon ganz schön hoch. So, Operation entdeckte Katze. Nehmen wir natürlich an. Super. It's Dana. I'm gonna play something for you. I dug it up from a secure hacker network. James Heller, my name is Rottweiler. Me and my crew over here were just wondering, what kind of fuck your old lady was. Bet she liked it real hard and dirty, right? Woo! But you know, from a real man, not some AWOL trader and his pasty hacker cunt. Later, traitor. That message was recorded at Base India 6-9er. People say some stupid shit when they're drunk. This Rottweiler, he's gone and said the stupidest. Just find this guy and kill the hell out of him, okay? Pasty hacker cunt. I'm not pasty. Oh, das sieht einfach irgendwie total hammergeilmäßig aus, wenn man einfach mal so langsam läuft, was ich gerade gemacht habe. Während unser James Seller sich mit Dana Mercer unterhalten hat am Telefon. Das sieht echt richtig geil aus, wie alles hinter einem explodiert, überall, ja, explodieren Infizierte und sonstigen Kacke. Ach, sieht das geil aus, sieht echt stylisch aus. Ja, ja, auf jeden Fall sollen wir uns jetzt hier zur Basis India 6-9 begeben. Wir sollen erstmal hier die ganzen Soldaten eliminieren, damit er sich raustraut. Machen wir doch gleich. Aber dafür hauen wir natürlich die schönen Biobomben raus. Ja, Biobomben müssen sein. Biobomben sind immer sehr, sehr geil. Oh, ich liebe Biobomben, Leute. Biobomben sind einfach stylisch. Ah, haben wir. Ja, nochmal. Yeah. Und gleich nochmal. Komm, explodieren. Machen. Bumm. Ja, follow. Yummy, yummy, yummy. So, den auch nochmal. Dann nochmal den hier. Und es war der letzte. Bei den ganzen anderen können wir keine Biobombe anbringen. Ah, ja. War wirklich der letzte. So, wie bekämpfen wir die jetzt? Ich würde sagen... So, und so. Gut. Perfekt. Jawollo. Ach nein, 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 nein. Oh Mist, scheiße. Der ist bloß auf den falschen Grad gegangen. Aber jetzt. Ach man, ich will dieses Scheißradar nicht markiert haben. Genau, so will ich es haben. Jawollo. Genau. Und nochmal die gleiche Kacke. Und die können wir nebenbei absorbieren. Dann kriegen wir wieder so ein schönes Upgrade. Das machen wir doch gerne. Na? Da muss ich jetzt aber aufpassen, damit ich den nicht hier eliminiere. Denn absorbieren müssen wir den guten Kerl, ja? Bitte geh jetzt nicht drauf. Ah. Jawohl. War es der eigentlich? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war der nicht. Keine Ahnung. Rottweiler, here, boy. What? Ach. No one teaches bitch to heal. Jetzt müssen wir hier als Bonus unser Rudel rauslassen, dass die hier schön die Panzer kaputt bashen. Das machen wir doch. Die kümmern sich hier um die Panzer. Ich kümmere mich derweil um die ganzen Soldaten. Der hatte nebenbei so ein schönes Upgrade. Also immer schön absorbieren. Noch jemand ein Upgrade? Schaut nicht so aus. Von daher können wir uns einfach mal durchmetzeln. Jawollo. So, den ebenfalls. Yeah. So muss das doch sein, liebe Leute. So muss das sein und nicht anders. So, den ebenfalls hier. Ah, das war falsch. Das war definitiv falsch. Na, kriegen sie auch noch mal den Panzer down. Ich glaube, das ist so der Bonus, ne? Die müssen wirklich alle Panzer alleine zerstören. So, da kommt der nächste Panzer angedampft. So, alle drauf. Und um den kümmere ich mich. So, Kollege, jetzt gibt's Party, Party. So.
Aha, nix da. Schild und so. Kennst du? Ja, kennst du doch bestimmt hier. Ja. Und den können wir auch schon absolvieren. Mensch, das geht aber richtig schnell hier mit den ganzen super High-End-Soldaten. Die haben ja gar nichts drauf, diese kleinen Pussys. Nebenbei sind unsere... Nee, und runter... Jetzt habe ich die aus Versehen gekillt, glaube ich. Unsere... Ja, wie heißen die? Brawler. Aber die sind schon wieder da. Die habe ich ja wieder rausgerufen. Und die kümmern sich weiter um den tollen Panzer oder nicht, denn... Ey, darauf! Nicht auf mein Ziel. Das ist meiner. Geh weg, das ist mein Frühstück. So. Und weiter geht's. Nochmal das gleiche hier. So. Und da können wir auch den schon wieder absorbieren. Ja, voll, Kopf ab und so. Hey, you wanna keep fighting? I'ma keep killing you, till you let that dog out. Gehört ein Fahrzeug zum... Okay, hat sich erledigt. Warum ist jetzt eigentlich der Heli abgestürzt? Sag jetzt nicht, unsere Brawler haben da so schnell raufgehauen, dass der schon leicht kaputt ging. Alter, wie gehen unsere Brawler denn hier ab? Alter, ist das geil. Die gehen ja mal richtig ab. So, jedenfalls absorbiere ich mal eben die Leute. Wegen, wenn unsere Brawler wieder drauf gehen, kann ich die auch gleich wieder rausholen. Wegen so machen die auf jeden Fall sehr viel, ja, Kraft mit. Ach, da ist er schon. So, den Bonus haben wir auch abgeschlossen. Also können wir uns jetzt hier um Rottweiler kümmern. Nein! Oh, warum hebe ich denn so ein scheiß Panzerteil auf, ey? Aber egal, das haben wir nochmal geschafft. Absorbieren, Rottweiler, los geht's. Jetzt sollen wir hier nochmal den Alarm beenden. Haben wir geschafft. Yeah, nice. Mutation entdeckte Katze. Yeah, geschafft. Mutationen erlangt, genau. Von Offensiv. Wieder mal was zum Skillen. Das ist sehr, sehr geil. So, dann zeig mal her. Achso, sind wir jetzt wieder hier. Schlagen Sie infizierte Gegner mit 10% mehr Wucht. Ja, rechnen. Aha. Verursachen. Nee, teilen. Zieht 10% gegen alle Gegner aus. Ja, dann machen wir das. Jetzt teilen wir 10% mehr Schaden gegen alle Gegner aus. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir sind bei 7 Minuten. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Weswegen ich dann, ja, noch eine Nebenmission mache oder so. Auf jeden Fall nicht Blacknet. Dann machen wir halt... ich guck mal auf die Karte. Auf M war das, genau. Wo ist denn hier eine schöne Nebenmission in der Nähe? Was ist denn das? Pfeiler, was ist das denn? Egal, das nehmen wir uns mal vor. Ich weiß nicht, was das ist, was uns da jetzt gleich erwartet für eine kranke Scheiße. Bestimmt irgendwas ganz Schweres und ich ärgere mich gleich wieder zu Tode und das wird dann wieder ein ganz lustiger Part. Naja, mal gucken. Bin ich mal gespannt. Pfeiler, was? Das gab es auf jeden Fall im Prototype 1 nicht. Obwohl, vielleicht ist das ja eine kleine Namensänderung. Aber das Symbol allein sieht aus wie so eine Tankstelle. Ja. Neue Mutation. Aha. Machen wir... Kurz, sie ihre Sprünge und Würfe gut um Fässer, um die Brennöfen und Dächer. Okay, kapiere. Ah, in den Brennofen sollen wir das alles werfen. Aber wahrscheinlich mit Zeit. Was natürlich die Sache... Ja, da bin ich ein bisschen falsch gesprungen, glaube ich. Aber naja, was soll's. So. Komm schon. Oh nein. Hallo, markier doch das Fass da. Ja, klar. Ey, das... Nee, das machen wir nochmal. Das kann ich hier gleich vergessen. Wie scheiße ich schon angefangen habe. Ich wusste gar nicht, wo das eine Fass war und sonstigen Kack. So, das ist schon besser. Da habe ich schon den einen daneben gejagt. So. Da
Das ist kacke, ey. Dass ich den scheiß Drecksofen die ganze Zeit nicht markiert kriege. Das ist richtig kacke. Den kann man auf jeden Fall markieren. Seht ihr, Leute? Den kann man markieren. Ja. Lieber James Heller, du bist echt ein Idiot. Ich stehe genau vor das verfickte Teil und er schafft es nicht da reingehauen. Ah, verdammte Scheiße, ja. So. Die Mission zackt schon mal ziemlich. Ich stelle mich einfach wieder blöd an. Ja, endlich. Der geht rein, ne? Ja, der ist schon mal drin gewesen. Drei Fässer übrig. Gut. Wie ich einfach dieses Drecksfass nicht markiert kriege, ne? Das ist echt der Hammer schlechthin. So. Der ist auch drin, ne? Gut. Ich glaube, ich mache das ein bisschen scheiße. Aber, keine Ahnung. Ich krieg das Drecksfass einfach da nicht markiert, ne? Das ist so ein Scheiß, wenn ich 10.000 Mal draufziehe. Man muss echt perfekt draufziehen, damit das markiert wird. Daneben. Oh, das ging nochmal rein. Geile Scheiße. Jetzt brauchen wir noch ein Fass. Dann hätten wir das geschafft. Sieht aus noch wie Platin. Jetzt haben wir Gold. Ich glaube, Gold reicht auch, liebe Leute, ne? Ja. Ich würde ja natürlich Platin auch kriegen, aber... Ach, Platin brauche ich nicht. Silber! Das ist Silber gewesen. Ach, Silber. Oh. Oh, das war knapp. Nochmal neu. Mann, Leute, sorry, aber ich bin halt so ein kleiner Pisser, der das auf jeden Fall schaffen will und so. Jedenfalls Gold will ich schaffen. Also Gold müsste drin sein. Ich würde es bestimmt echt schaffen, aber die Kacke ist immer, dass ich die Kacke nicht markiert kriege und damit geht so viel Zeit weg. Ja, sehr geil. Nee. Das war schon der geilste Fail. Ich will draufspringen, hab's perfekt markiert und dann kommt so eine scheiß Rakete von irgend so einem scheiß Wichskopf an, ey. Richtig geil. Ich bin scheiß Soldat und schieß die ganze Zeit mit einer scheiß Rakete. Nein! Oh, du kleine Missgesau. Missgesau. Ich hab's gerade reingeworfen, beziehungsweise ich war dran, aber da kommt so eine scheiß Rakete wieder an, ey. Ich würde ja am liebsten ja alle erledigen, aber das würde viel zu viel Zeit beanspruchen. Und ich glaube, wenn ich das Fass habe, kann ich auch gar kein Schild aktivieren. Wenn ich wieder das Fass nicht markiert kriege, das ist der Hammer schlechthin, ey. Aber den Ofen habe ich gerade perfekt markiert gekriegt. Das ist geil und der ist sogar reingeflogen. Das Fass. Ah, das ist Hammer. Wenigstens eine gute Sache. Perfekt, markiert, draufgesprungen, nice. Und rein, und keine Rakete hat mich genervt, das ist richtig gut. Das sieht sehr gut aus, meine lieben Freunde. Oh ja, das schaut nochmal sehr gut aus. Und. Das reicht doch für Platin, möchte ich meinen, verdammte Scheiße hier. Jawohl, Platin, ja, da guckt ihr blöd, ne? Yeah, motherfucking bitches. Oh ja. Geschafft mit Platin. Sehr, sehr nice. Dann würde ich erstmal sagen, ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Prototype 2 wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye.